den wir machen, ist eine Teamarbeit. Also es ist eine ganz ausgesprochene Teamarbeit. Und das, ich finde, da gibt es nichts Wichtigeres, als gut vernetzt zu sein. Weißt du zufällig, du bist jetzt noch nicht in dem Austausch drin gewesen, aber weißt du zufällig, ob Filmbüro NW komplett anders läuft als die anderen oder ob die anderen Filmbüros vergleichbar sind? Also ich glaube, da gibt es viele Schnittmengen. Also ich habe mich jetzt nur, ich habe mir das in Niedersachsen eben jetzt speziell mal angeguckt und die machen auch viele ähnliche Dinge, die wir auch machen. Aber trotzdem ist jedes Filmbüro für sich, hat auch ein sehr eigenes Programm und eine ganz eigene Aufstellung. Also das ist nicht... Es ist nicht jedes gleich, aber es gibt auf jeden Fall Überschneidungen, dass die eben auch für eine kulturelle Filmförderung, für eine Beratung und für Veranstaltungen selber planen und durchführen. Also sowas ist dann schon ähnlich. Okay. Also macht absolut mal Sinn, auch mal zu recherchieren in seiner Gegend, ob es einen Film gibt. Ja, absolut. Also ja, allein, die meisten kennen es halt nicht. Ich finde wirklich allein für diese Vernetzung, also dass man weiß, da gibt es Veranstaltungen, da komme ich hin und da sind die anderen auch und die arbeiten in einem ähnlichen Feld und man kann darüber miteinander sich austauschen. Ich finde das eine gute Sache. Ich meine, du bist jetzt keine Filmemacherin, aber du bist ein sehr großer Filmenthusiast, sagen wir mal so. Aber du siehst ja quasi, wie diese Vernetzung stattfindet. Also welchen Stellenwert würdest du dem quasi in dem Berufsumfeld von Filmemachern geben, dieses Vernetzen? Filmemachen ist eine Teamarbeit. Also es ist eine ganz ausgesprochene Teamarbeit. Und da, ich finde, da gibt es nichts Wichtigeres, als gut vernetzt zu sein eigentlich. Also ich kenne das vor allen Dingen ja auch durch die Filmfestivals, auf denen ich arbeite. Zum Beispiel jetzt mal beim Frauenfilmfestival, da gibt es auch immer so einen kleinen Workshop-Weiterbildungsteil, wo man ins Gespräch kommen kann, wo man sich austauscht und darüber entsteht ja dann wieder was. Da lernt eine Regisseurin eine Kamerafrau kennen und zack, engagieren die sich für ein nächstes Projekt zum Beispiel. Nur mal so als Beispiel. Ne? Oder, also ich glaube, das hilft sehr viel. Würdest du sagen, Filmemacher haben eine sehr offene Mentalität auch? Also sind das sehr offene Leute, die auch bereit sind, so Networking zu machen? Ich würde sagen, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viel Vergleichspotenzial da in anderen Branchen jetzt hätte, weil ich vorwiegend da tätig bin. Aber ich war nur mal im Vergleich schon, beim Fernsehen, finde ich, ist es schon anders. Also ich war mal auf einer großen BBC-Veranstaltung, wo eben nur Fernsehleute waren. Und da fand ich es viel schwieriger. Da kannte ich natürlich auch gar nicht viele oder keinen. Aber ich fand es viel schwieriger anzudocken, als wenn ich jetzt auf irgendein Filmfestival fahre, wo ich auch eigentlich niemand kenne, aber komme viel schneller an die Leute ran. Also ich finde schon, ich würde schon sagen, dass gerade Filmleute und Kinofilmleute sehr offen sind. Ja. Weil es ist, glaube ich, auch, es liegt, glaube ich, in der DNA davon, weil du brauchst halt ein Team. Richtig. Du brauchst halt. Richtig. Man ist nicht in einer festen Struktur, wie man vielleicht beim Fernsehen auch noch eher in einer festen Struktur ist. Oder ich sage mal, im Kunstbetrieb ist es wichtig, dass man als einzelne Person heraussticht. Da sind dann viele sehr extravagante Leute, an die es vielleicht auch nicht so leicht ist, ranzukommen. Aber es liegt dann mehr so in der Natur der Sache. Während man beim Film steht ja dann das Endprodukt im Vordergrund. Man muss nicht so selbst unbedingt im Vordergrund stehen, aber man muss sehen, dass man als Team funktioniert. Ja. Plus, was ich auch immer wieder das Gefühl habe, ist, was du eben gesagt hast mit diesen festen Strukturen. Man sucht sich für das Projekt den Produzent, man sucht sich für das Projekt einen anderen Produzenten, weil es jemand anders vielleicht besser kann. Ne? Also im Endeffekt, es ist ja nicht so, dass man einmal einen Produzenten sucht und jetzt hast du für alle Zeit einen Produzenten und du gehst nie wieder hin. Das kann natürlich durchaus sein, dass man dann nochmal einen Film, weil es gut funktioniert hat und wieder passt, auch mit den gleichen Leuten macht. Es gibt ja auch viele, die dann immer den gleichen Cutter, die gleiche Cutterin, weil es einfach gut funktioniert. Klar, warum nicht, wenn es passt so? Also da entwickeln sich ja auch langfristige Zusammenarbeitssituationen, aber eben auch, wie du sagst, durchaus auch mit verschiedenen, immer wieder neuen Firmen. Es ist so lustig, wenn man auf diese Veranstaltung geht. Irgendwann hat man, wenn man so die erste Veranstaltung geht, man hat keine Ahnung, wer das ist. Und so nach Veranstaltung 3 oder 4 hat man so ungefähr eine Ahnung, der macht diese Kunstdokus, er macht hier... Und so ab einem bestimmten Punkt merkt man, das sind alle Blätter. Das ist immer sehr schön. Also ich finde auch, letztlich ist ja die Szene, auch wenn wir hier in einer Großstadt sind, aber dann doch nicht so groß. Und wenn man auf gewisse Veranstaltungen geht, dann trifft man diese Leute da auch sehr gut. Was würdest du dir wünschen, wo es dann mit dem Filmbüro in der Zukunft weiterhin geht? Also was sind so die Ziele, die ihr euch gesetzt habt?
Ach, ich freue mich über weiteren Mitgliederzuwachs. Ich freue mich über Mitarbeit der Mitglieder und Engagement im Filmbüro. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir demnächst ins Filmhaus umziehen. Das musst du, glaube ich, erklären, was das Filmhaus ist, damit man das versteht. Also die Leute in Köln werden es ein bisschen verstehen, aber ich glaube nicht alle. Ja, also das ist ein Haus, was für was betrieben wurde. Also es nannte sich Filmhaus und es gab da zum einen einen Geräteverleih und vor allen Dingen ein großes Weiterbildungsangebot und auch ein Kino. Und da saßen auch damals schon verschiedene Filmfestivals mit ihren Büros drin, also eben alles filmbezogen. Und wurde jetzt aber über mehrere Jahre saniert und macht hoffentlich noch dieses Jahr wieder auf. Man weiß es nicht so genau. Sollte es nicht schon vor Ewigkeiten aufgehen? Ja, es hat sich sehr lange hingezogen, wie das in Köln gerne mal der Fall ist. Ja. Und wenn es mal wieder eröffnet wird in naher Zukunft, macht es für uns total viel Sinn, dort mit vor Ort zu sein. Und ich glaube, dann können wir viel für unsere Sichtbarkeit auch noch tun. Einfach weil wir dann eine bessere Anlaufstelle sein können, weil es ein Kino im selben Haus gibt, wo wir unsere Veranstaltungen machen können. Es gibt auch ein Foyer, wo man aber auch Wortveranstaltungen machen kann. Man kann Sprechzeiten einrichten, man kann sich da einfach treffen und man hat in direkter Nachbarschaft in den Nebenbüros bereits seine Kooperationspartner sitzen, andere Festivals, andere Filminitiativen. Und das finde ich natürlich sehr gut und ich hoffe natürlich, dass wir zunehmend sichtbarer werden. Aktuell seid ihr ein kleines Büro irgendwo, was man... Das ist noch nicht mal klein, unser Büro, aber es ist im Mediapark, was ja auch keine schlechte Adresse ist, aber es ist nicht sichtbar. Also da gibt es kein Laufpublikum und nichts. Diese Episode von Mastercut wurde unterstützt von PATS. PATS ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. PATS unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied, das du über PATS findest. Nicht vergessen, filmidee.patz.de.